Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein weiteres Drei-Bücher-Die-Video für euch und gemeinsam beleuchten wir das Trope der Forbidden Love. Das heißt, alle drei Bücher haben etwas mit verbotener Liebe zu tun und das ist so ein kleines Steckenpferd von mir. Ich lese das unheimlich gern. Ich habe da immer das Gefühl, wenn die Charaktere sich ineinander verlieben, obwohl sie es ganz offensichtlich nicht dürfen, sollen, müssen, dann ist da besonders viel Spannung und bei manchen liegt dann auch besonders viel Spice in der Luft. Lieben wir. Alle drei Bücher sind tatsächlich aus dem Fantasy-Bereich. Vielleicht mache ich nochmal ein Forbidden Love-Video für den New Adult-Bereich. Das wäre natürlich auch mal ganz witzig zu sehen. Ja, das erste, das ich euch zeigen möchte, könnt ihr vielleicht erahnen, wenn ihr mein letztes Video gesehen habt. Das ist nämlich gerade so, also diese Reihe ist gerade aktuell in meinem Kopf, weil ich sie eben im April beendet habe. Da habe ich zwei Bände davon gelesen. Und zwar ist das die Dark Sigils Reihe. Und da geht es ja um die sieben Träger der sieben Dark Sigils. Und die haben eigentlich nur eine wichtige Regel. Und das heißt, dass die Träger untereinander keine Liebesbeziehung eingehen dürfen. Allerdings ist Rain nicht bei den Trägern im Mirror aufgewachsen und pfeift sozusagen auf diese Regel. Und Adam, der im Mirror aufgewachsen ist, ja, versucht sich eben auch vehement gegen die Gefühle zu wehren, weil er weiß, dass das nicht erlaubt ist. Aber es gibt eben unter den Dark Sigil-Trägern diesen einen Spruch, die Tremblets haben schon immer eine Schwäche für die Harwoods. Ich glaube, Harwood heißt sie. Müsste jetzt nochmal nachschlagen. Aber ja, Adam und Rain sind da keine Ausnahme und es macht einfach super viel Spaß, den beiden beim Entwickeln ihrer Gefühle zuzusehen. Jetzt lese ich euch natürlich wie immer auch noch den Klappentext zum Buch vor. Früher existierte Magie nur in unseren Träumen. Sie war eine geheimnisvolle, gute Kraft, die Wunder vollbringt. Doch so ist Magie nicht. Wahre Magie ist dunkel und verführerisch. Eine blauschimmernde Flüssigkeit, wertvoller als Gold und süchtig machender als die wirksamste Droge. 15 Jahre ist es her, dass die Magie in unsere Welt kam. Heute ist sie überall, auf jedem Kontinent, in jedem Land und in jeder Stadt. Menschen töten, um sie zu besitzen. Menschen sterben, weil sie es tun. Und andere Menschen, so wie ich, kämpfen mit ihr, um zu überleben. Das nächste Buch hat ebenfalls das Trope Forbidden Love, aber in einer ganz anderen Ausführung, nenne ich es einfach mal. In Schattentanz, die Tiermagierin, geht es um Lena und Nox. Und ja, Lena ist eine Tiermagierin und Nox ist ein Assassine. Der Assassine wird darauf angesetzt, Lena zu töten. Er bekommt den Auftrag, sie umzubringen. Und bei den Assassinen ist es eben so eine Regel, dass sie, wenn sie einen Auftrag annehmen, diesen auch ausführen müssen, weil sie sonst selbst sterben. Was die beiden eben nicht bedacht haben, ist, dass Lena ihm ein Angebot macht, das er nicht ausschlagen kann. Lena ist der Pate. Nein, Spaß. Die beiden verbringen dann eben sehr viel Zeit miteinander und Lena wird von der Gejagten zur Person, in die sich Nock eben verliebt. Und dem zuzuschauen war auch richtig schön. Das werde ich wahrscheinlich bei allen drei Büchern sagen. Es hat sich eben so peu à peu entwickelt und war nicht so Knallauffall, wie das bei manchen ist. Die sehen sich, verlieben sich und merken dann, oh, das dürfen wir gar nicht, sondern die beiden wussten von Anfang an, dass eine Liebe zwischen ihnen absolut verboten ist und absolut unrealistisch ist. Aber wie es eben in der Liebe ist, man kann sich gegen Gefühle nicht wehren. Entweder sind sie da oder sie sind nicht da. Und man kann einfach auch nicht leugnen, wenn sie denn da sind. Hier kommt eben für mich noch ein großer Pluspunkt dazu, dass überall diese Tierwesen existieren. Und ja, das ist für mich auch ein sehr großer Punkt dieser Liebe, die in diesem Buch zu spüren ist. Aber ja, die Forbidden Love findet tatsächlich zwischen Lena und Nox statt.
Gefährliche Magie. Lena ist eine Tiermagierin. Mit ihren Kräften kann sie eine einzigartige, tiefe Verbindung zu magischen Wesen herstellen. Doch der Prozess birgt Gefahren. Ist das Tierwesen zu mächtig, endet es meist mit dem Tod des Tiermagiers. Dunkle Herzen. Nock ist ein Assassine. Seine Welt sind die Schatten. Liebe darf er sich nicht erlauben. Ebenso wenig wie Gnade. Dann hat er erstmal einen Auftrag angenommen, zwingt ihn die dunkle Magie seiner Gilde, ihn auszuführen oder selbst zu sterben. Verbotene Liebe. Lena und Nock, Magierin und Mörder. Er soll sie töten, sie macht ihm ein Angebot, das er nicht ausschlagen kann. Daher kam auch der Spruch eben. Es ist undenkbar, dass sie Gefühle füreinander entwickeln. Unmöglich. Und doch geschieht genau das. Und dann kommen wir last but not least zum letzten Buch im Forbidden Love Trope. Und zwar kann das kein geringeres als From Blood and Ash sein. Das wurde ja zu meinem Jahreshighlight 2022. Das hier war mein Jahreshighlight 2021. Also ihr merkt schon, ich liebe das Trope Forbidden Love wirklich sehr, sehr, sehr. Hier in der Geschichte ist es auch nochmal eine ganz andere Richtung, weil unsere Protagonistin Poppy allgemein gar keine Liebesbeziehung haben darf. Und jeder Schritt in diese Richtung ist ja allgemein schon verboten. Nur an einen Mann zu denken, ist gefühlt schon verboten. Sie ist die Auserwählte, sie ist die Jungfräuliche, sie muss jungfräulich bleiben, sie darf keinerlei Kontakt zu männlichen Wesen haben. Sie ist verschleiert, das heißt, kein Wesen darf sie auch überhaupt nur sehen. Hier ist alles verboten und dementsprechend ist jeder Regelverstoß besonders reizvoll. Sie büxt halt auch nachts sehr, sehr oft aus dem Palast aus und mischt sich unters Volk, nennen wir es mal so. Und bei einem ihrer Ausflüge trifft sie auf Hawk. Und Hawk wird später, als eine ihrer Wache ermordet wird, ihr persönlicher Leibwächter, nennen wir es mal einfach mal so. Und die beiden sind eben gezwungen, Zeit miteinander zu verbringen. Und als Leibwächter darf er natürlich auch unter ihren Schleier sehen. Also er ist einer der wenigen, der sie unverhüllt sehen darf. Und das Ganze zwischen ihnen beginnt schon sehr knisternd und spicy. Und das bleibt es eben auch das ganze Buch über. Die Reihe ist allgemein sehr, sehr spicy. Also es wird später in Band 2, 3 noch total abgedreht, was für mich dann auch schon wieder too much ist. Aber gerade in Band 1, da fliegen die Funken und du spürst das Feuer zwischen den beiden so auf jeder Seite. Und es macht richtig Spaß, die Geschichte der beiden zu lesen. Poppy ist für mich ein super Charakter, Hawk ist für mich ein super Charakter. Ich meine, später wird es ein bisschen kompliziert und das Spin-off gibt es dann auch noch. Und die Geschichte, man muss sie halt anständig verfolgen, dass man da auch mitkommt, muss man einfach so sagen. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Sehr spicy, sehr forbidden, sehr spannend zu lesen, ganz klarer, für mich tatsächlich Sieger in diesem Trope der Forbidden Love für heute. Poppy ist die Auserwählte. Sobald sie den Segen der Götter erhält, ist sie die Einzige, die zwischen dem Königreich Solis und einem dunklen Feind steht. So will es die Prophezeiung. Doch das Leben einer Auserwählten ist einsam. Niemand darf sie ansehen, mit ihr sprechen oder sie berühren. Als der charmante Hawk ihr neuer Leibwächter wird, ahnt Poppy noch nicht, dass sich ihr Schicksal und das des ganzen Königreiches für immer verändern wird. Ihr Lieben, das waren alle drei Bücher aus dem Trope Forbidden Love im Bereich Fantasy. Wie gesagt, ich werde vielleicht noch ein Video dazu drehen, Teil 2 nenne ich es jetzt einfach mal, im New Adult Bereich. Da habe ich auch ein paar Bücher hier im Regal stehen, bei denen die Liebe verboten ist und trotzdem stattfindet oder sich trotzdem entwickelt. Ihr dürft mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Bücher ihr ausgewählt hättet. Interessiert mich auch sehr, sehr arg. Also sowohl im Fantasy-Bereich als auch vielleicht im New Adult-Bereich. Vielleicht habe ich ja eins davon dabei und es kommt mit ins nächste Video. Wer weiß. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!